Für die gleichmäßige Verteilung sorgt der Schleimpilz selbst. Die Portionen von Polyzephalum vereinigen sich wieder und besetzen das ganze Labyrinth. Jetzt kann der eigentliche Test beginnen. Finde den kürzesten Weg von A nach B. Dazu wird in beiden Punkten ein Futterdepot eingerichtet. Mit Haferflocken. Polyzephalums Leibgericht. Der Schleimpilz kann nicht widerstehen und macht sich über die Futterstellen her. Der Zeitraffer bringt seine ganze Gier zutage. In regelrechten Fresswellen stürzt er sich auf die Haferflocken. Trotz allem aber hält er die Verbindung aufrecht zwischen den beiden Futterquellen. Über kräftige Adern, die das Labyrinth durchziehen. Manche Wege jedoch scheint er zu meiden. Aus Sackgassen zum Beispiel ziehen sich die Adern zurück, hinterlassen nichts als ihre Spuren. Auch Umwege werden geräumt. Und nach einigen Stunden gibt es nur noch eine Hauptschlagader. Ein Verbindungsstrang zwischen A und B. Ohne Zweifel der kürzeste Weg. Intelligenztest bestanden. Polyzephalum indessen hat vollgefressen das Labyrinth verlassen und denkt an Nachkommenschaft.